a secret and that I gotta keep it. But I want the lights on, yeah, I want the lights on. Servus, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft der Opus, dabei immer noch der Pedda. Moin, das ist ein Krapper. Bin ich hier. So, wir haben jetzt endlich, ich war unterwegs, hab Bambus geholt und alles mögliche, deshalb können wir jetzt auch starten mit unserem Beet, da jetzt der Komposter läuft. Also alles schick. Vielleicht noch ein paar Seerosenblätter, die wären halt ein bisschen sexy, wenn wir die noch hätten. Dann könnten wir nicht, dann müssten wir nicht immer in das Wasser hier latschen. So. Also, alle die nicht wissen, warum diese besondere Erde hier, diese Erde ist halt mit Kompost gemacht, was, und du kannst halt drauf hüpfen. Es ist schon wieder eine Hexe, Alter! Du kannst halt drauf hüpfen, wie du willst. Das, was du da gepflanzt hast, geht nicht kaputt. Außerdem kannst du den Kompost noch benutzen, um etwas schneller wachsen zu lassen. Was natürlich auch sehr angenehm ist. So, also tun wir mal noch eine ziehen. Machen wir immer 7. 7 ist ein Feld. Genug Platz haben wir ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was ist das? 9? Aber 9. So, dann machen wir einmal hier ein Wasserloch und hier. Mehr braucht man gar nicht. Anderes ist zu übertrieben. Diese, wenn jemand hier sowas macht, ist Platzverschwendung. Achso, Tinkers haben wir ja auch noch letzte Folge gehabt, dass unsere Schmiede höher wird. Da können wir gleich ein bisschen mehr einsmelzen. So, Wassereimer, wo hab ich hier hingeflackt? Ich bin der Bolle Sau. Eimers. Meine Eimers. Ja, da. Wo sind meine Eimers? Hast du die geklaut? Mit der ganz oben. Hab's gefunden. Wo hab ich den anderen gemacht? Da hinten. Gut. Tsching. Tsching. Das ist jetzt sowieso cool gemacht da oben, aber ja, ist schon ein paar Folgen her. So, Arschbombe. Köder ist drinne, sehr gut. Nehmen wir jetzt die Erdblöcke jetzt hier raus, Mann. Das hatten wir, ja, ich verdurste, ich krieg keine Luft mehr. Ich verdurste im Wasser. Ich verdurste. Nee, haben wir ja auch gemacht, wer sich noch erinnert, wer schon am Anfang dabei ist, wie es hier aussah. Schon, hat sich hier schon viel geändert, muss ich sagen. Vor allem, dass, hier war ja eine Schlucht, das haben wir, also hier im Pedda ja jetzt vor kurzem erst gemacht, dass wir dann halt die ganze Schlucht etwas ausgeweitet haben, sodass man nicht entfluten kann. So. Jetzt brauche ich einfach noch das Knochenmehl, das war nicht schlecht. Das hauen wir mal noch weg. Das kommt hier rein. Bambus könnten wir gleich nochmal machen. Geht man einfach drüber. Dann hat man den Spaß. Das ist natürlich nicht gerade Salbei für die Dings. Für die FPS, aber macht seinen Zweck hier. Salbei. Für die FPS. Ernsthaft. Naja. Salbei tut gut, aber nicht für die FPS. Ja, oder? Wo hast du diesen großen Bambus, schweren Bambus her? Den schwarzen Bambus? Den hier? Ja, der hier drin. Nein, der hier drinne ist im Komposter. Machen wir doch mal deine Augen nach geradeaus. Ja, du hast da, ja, ich weiß doch, aber du hast den nicht zufällig aus meiner Truhe geklaut, weil... Nee, den hab ich mir mitgebracht. Brauche ich nämlich keine Stöcker. Okay. Den gab's ich immer noch da. So. Wo ist denn meine Hoe? Da sind noch Knochen, die gönnen wir uns. Wir müssen gucken, ob wir sie ausmisten können. Aluminium-Ingot.
Oh Gott. Da sind noch vier. Der richtig geil Knochenmehl produziert, meine Freunde. Ich schmeiß mal eben noch weg. Auch nicht. Nee. Nee. Salz brauche ich auch nicht. Also noch nicht, später brauchen wir natürlich Salz. Da haben wir drei Knochen. Ich glaube, ich muss mir noch den Stuhl hinstellen. Wofür? Zum Angeln. Kannst du machen. So. Okay, dann haben wir doch keine Home mehr, dann müssen wir uns immer eine craften. Hier nochmal Knochen drinne. Brauchen wir eben eine Hose und zwei Eisen. Ne, zwei Eisen genommen, ja. I've done. So, craften. Das können wir mal eben schon tun. Ganze 42 noch mehr. Ist gar nicht mal so schlecht. Bist du behindert, Peter? Ey, tut mir leid, dass ich wollte eigentlich gucken, wie man das macht. Ich hab's ja, weil ich dir jetzt Rechte gegeben habe. Pass auf, du musst, geh mal auf Escape, auf E. Ja. Auf ja, Options. E, e oder Options. Unten E, E, E. Ja, Options, ja. Options. Auf Inventory. Oh, warte. Welche Options? Du gehst auf E, du drückst E. Dann steht unten ja, links Options. Ja, und dann steht da, warte, Inventory. Inventar, ja. Und dann oben Rezeptmodus. Da musst du, da steht jetzt Cheat Mode. Da musst du auch Rezeptmodus. Big X. Beim zweiten. Ja, ja, und dann gewöhnlich, oder? Ja, Rezeptmode steht bei mir, ich hab's auf Dings. Warte. Immer noch mal, ja. Du musst E drücken. Drück doch mal E. Ja, ich weiß doch, ich hab's doch schon gefunden. Ich weiß bloß nicht genau, welcher Modus, weil ich ja auf Deutsch habe. Inventory und dann musst du auf... Wenn da Sheet einmal drauf drücken. Das Hype. Immer noch, oder was? Ich stell mal kurz auf Englisch um. Mann. Bin ich gerade disconnected von Dings? Vom Sub-Level? Ja. Ja. Java hat nicht mehr mitgemacht, ist gerade abgekackt, ich komme gleich wieder. Und derzeit suche ich mal was essen für mich. Gut. Ja, es ist scheiße, dass er mal... Ach, Mann. Es ist natürlich kacke, dass wenn man dem... Ich habe ihm jetzt natürlich OP-Modus gegeben, damit er sich zu seinem Spawn, zu seinem Todespunkt hin teleportieren kann. Das ist ja auch erlaubt vom Modpack. Ist ja extra eine Funktion dafür. Und dann stellt sich automatisch, wenn du jemanden OP gibst, stellt sich automatisch das um und dann kannst du den machst, den hier. Kannst du dir einfach alles rausnehmen. Das ist auch dieses Chaos bestimmten Wetter und alles. Und da haben wir uns geschworen, dass wir das nicht machen. Deswegen hat er gerade von mir so Lack gekriegt, weil ich dachte, er macht das mit Absicht. Aber könnt ihr euch verlassen, das macht hier keiner. Mir wird nichts gegeben. Das ist eine Regel gewesen, direkt am Anfang. Weil ich bei den Server bezahlt und das war eine Bitte von mir. Hier wird nicht geschummelt oder einiges. So. Also. Dass ihr jetzt gleich böse seid, dass Peter hier cheatet oder so, oder dass wir hier cheaten, dass es alles viel Katz ist, warum wir überhaupt... Nee, so ist es nicht. Ihr seid ja eigentlich quasi immer dabei, wir machen ja selten, ziemlich selten was offscreen. Oder schneiden, ich schneide so gut wie nie was raus, es ist auch mal ewig was lange. Die 8-Minuten-Folge da habe ich, was weiß ich, 30 Minuten was versucht, das kann ich euch nicht bieten, ihr schlaft zwar so schon ein, schätze ich mal, aber
Wenn ich das noch anmache, dann schlaft ihr wirklich ein und dann, nee. Deswegen ab und zu schneide ich hier mal was raus. Aber auch mit gutem Gewissen. Dann ist das geritzt. Meine Lieben. So. Was bauen wir da alles an? Ich wollte erstmal so kartoffelmäßig was machen. Ist das? Spice. Also hier haben wir noch Kartoffel. Kartoffel! Kartoffel! Wir hatten da irgendwo süße Kartoffeln, hab ich gesehen. Tomaten können wir natürlich auch anpflanzen. Äpfel geht natürlich nicht, ne? So, Onion wollte ich und Knoblauch, das wollte ich unbedingt mal machen. Da haben wir da Kartoffel. Wo ist jetzt das, was ich will hier? Diese Süßkartoffeln. Die habe ich vorhin irgendwo entdeckt. Wo war Leise? Die machen wir mal eine Reihe. Zu welchem Modpack gehört denn die? Palms Hovercraft. Okay, da kann man sich drauf verlassen, das sind immer geile Gerichte. So. Ich bin jetzt schon geil geworden, wie es jetzt schon ist. Es wird natürlich noch besser. Aber ja, unser Haus ist natürlich, naja. Da sagen wir mal nicht zu. Ich weiß. Welches Haus? Wollte ich gerade sagen, unser Haus, das ist natürlich nicht so toll. Aber da wird natürlich noch. Da wird noch. Wo ich würde sagen, Kartoffeln, da machen wir gleich mal ordentlich Felder da. Ja. Gucken gleich mal, wie man Pommes macht. Also sagen wir, machen locker hier so 4 Felder, machen wir nur Kartoffeln. Oder sogar noch, ich würde sogar noch eins machen. Weil ich denke mal, wir werden uns hier bestimmt dritte Dolle von Kartoffeln ernähren. Jetzt nochmal hier nochmal der Süßkartoffel. Die eben Palms, die wollen das ja immer so hier. So. Ich bringe mal ein paar Truhen hier mit hoch. Damit wir uns da so ein bisschen auch was zurechtlegen können. Ja, hauen erstmal ein bisschen Erdbeeren in den Schlund. Später noch am Fischen. So, was haben wir hier noch drin? Da haben wir nochmal eine Kartoffel, das ist super. Nee, Fleisch können wir da nicht anpflanzen. Leder haben wir natürlich en masse. Das können wir eigentlich mal hier in den Ding schmeißen. Das ist ja ganz schön viel Kram hier. Rein da. In den Kompost. Rein. Wir nehmen definitiv noch Karotten mit hoch. Das nehmen wir mit hoch. Wir machen ein, ich verspreche euch, ein komplett Weizenfeld wird definitiv sein. Erdnüsse, ne, das machen wir noch nicht. Lassen wir das jetzt, was wir jetzt nicht so brauchen, lassen wir mal jetzt hier. Schauen wir mal, was wir nicht brauchen. Brauchen jetzt aber keine Schienen. Ich will jetzt da oben nicht irgendwas Großartiges planen. Ein Eimer brauche ich vorerst. Ja, doch, ein Eimer brauche ich vorerst. Das ist nicht mal so dumm. Aber wie gesagt, wir nehmen jetzt Truhen mit. Aber hier von, kann ich gleich mal von Holz hier was stehlen. Ist mir ja Bonorne. Wir sind leider so viele Kisten, da findest du dich kaum noch zurecht. Das ist richtig krass. Daher müssen wir langsam mal was anfangen. Da hier sowieso hungermäßig, Sojabohne, Gott sei Dank haben wir Sojabohne und die muss ich mit hochnehmen, die müssen wir direkt anpflanzen. Mit Sojabohnen kannst du die hier richtig vollfressen mit. Vor allem die sind auch richtig gut. Was ist, wenn man jetzt hier keine, Paprika. Und Brokkoli, seht ihr gerade? Ey, komm nochmal wieder. Hauen wir erstmal da oben was hin. Über das Knochenmehl verwendeln mal verwendeln. Verwendeln. Eine Peter kann. Verwendeln machen wir's. Ja. Deswegen wollte ich gerade noch sagen, eigentlich kann doch Peter lachen. So. Matcher. Ernten. Und direkt nochmal. Damit wir das hier alles gleich vorantreiben können. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oh, Alter, drei Zombies im Wasser. Macht euch weg hier, Junge. Meine armen Fische. Komm zu Papa. Alle Kalle. Aber einer nach dem anderen, bitte. Einer nach dem anderen. Nicht alle mit Eimer, Leute. Okay, das war jetzt nochmal vier Kartoffeln. Fällt mir gerade so auf. Okay. Lass mal eben. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Okay, 2 machen wir noch. Jetzt haben wir quasi viele Süßkartoffeln. Oh, ich krieg 2 zurück, oh, cool. So. Hey Mann, gib mir das. Gib's mir. So. Eigentlich wollte ich hier noch eine Hütte bauen. Nur für Samen, also für Saat und alles mögliche. Überlege ich, ob ich das gleich noch tue. Erstmal die Truhe hinklatschen. Wir hauen erstmal hinter jedes Feld die dazugehörige Truhe. Also sind nur Kartoffeln drin. Also hauen wir auch nur Kartoffeln rein. Liegt natürlich auf der Hand, ne? So, nächstes Feld. Lassen wir mal einen Platz. Unsere supergeile Schaufel. Und dann 1, 2, 3. Das war zu dolle. Scheiße. Konzentration. Also ich mach das nochmal ganz zu. Dann machen wir nochmal vorne. So. Das ist auch schon wieder, aber das ist noch akzeptabel. Machen wir mich immer sehen und dann frisch. Wie ihr seht, man kann sich umständlich machen. Aber Mr. Umständlich bin ich nicht, das ist ja der andere Vogel, der hier mitspielt. Was? Bin ich umständlich? Nein. Ich sag nur, du aus einer Viertelstunde, eine halbe Stunde, machst du eine Viertelstunde, um dann die ganze auszurechnen, wa? Jetzt kommt von der Ausnahme. Das Movement, ey. Grrr. Der Bambus, ne, das ist ein krasses Ding. Der wächst und wächst und wächst, der Boy.